Erstmal vielen Dank für eure ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Team Mirella hat eindeutig gewonnen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar gucken wir nicht nur die Episode 3 vom Bachelor an. Wie immer findet ihr den Link übrigens zu RTL Plus in der Infobox. Sondern wir haben auch das ultimative Bachelor Bullshit Bingo vorbereitet. Ihr findet unten in der Infobox auch eben einen Link zu diesem Dokument. Das könnt ihr euch selber ausdrucken oder irgendwo auf einem Endgerät öffnen. Und dann mit mir zusammen durch gucken, jede Folge, welche Phrasen, welche Sachen passieren in der typischen Bachelor-Folge. Wie viele Kreuzchen können wir machen? Da sind Sachen dabei wie natürlich heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Dominik hat den Mund offen. Finde ich der Pumper. Ja. Ist natürlich auch dabei, es wird gelästert. Oberflächliche Tante. Er sagt, wow. Wow. Und vieles mehr. Deswegen, wir gehen natürlich die Liste nach und nach durch und mal gucken, wie oft wir Bingo rufen können. Ich bin ganz gespannt und wir starten direkt los. In der Ladies Villa wird gelästert, was das Zeug hält. Nein, es kann doch nicht so schon losgehen. Bevor ich mein Kreuzchen mache, ich will's selber erst mal angucken, ne? Jüngstes Opfer ist Christina R., a.k.a. Shakira. Gut, wir müssen unser Kreuzchen setzen bei Shakira. Ich hab nicht gedacht, dass es hier so schwer ist. Was ist vorgefallen? Ich dachte ja, easy. Wenn jemand über dich redet, I don't care. Aber sie nimmt es sich zu Herzen. Auch Shakira hat ein Herz. Broke my heart on the road. Du kommst gestern in dieses Zimmer und sagst, ja, Girl, über dich wurde geredet, weißt du nicht. Christina Aurora wird zur Rede gestellt von Shakira. Und jetzt krieg ich zu hören, okay, die am meisten gesagt hat, war Aurora. Was sagt sie zu ihrer Verteidigung? Ich krieg aktuell gesagt, die Person, die dir erzählt, sie hat das gesagt, hat am meisten über dich gesagt. Und sie hasst dich am meisten. Nein. Nee, das hast du falsch verstanden. Das muss in dein Löckchen, muss ich das verheddert haben und ist dann falsch in dein Ohr gekommen. Ich finde, das ist so asozial. Dieses Asoziale. Guck mal, guck, was für Puls ich gerade habe. Ja, ich bin auf 180. Und jetzt zeigt sich Christine Aurora nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Ich habe keinen Bock im Fernsehen, mich so aufzuregen. Ich habe keinen Bock im Fernsehen, jemanden auf die Fresse zu schlagen. Ich liebe ihre Gestik, weil die ist so... Ich finde es auch geil, dass sie einfach sagt, ich habe keinen Bock im Fernsehen, jemanden auf die Fresse zu schlagen. Wenn die Kameras aus wären, kein Problem, mache ich gerne. Aber im Fernsehen, ich habe es meiner Mutter versprochen. Dann wirklich halt einfach dein Maul. An wen war das jetzt gerichtet? An sie selbst? Sag mir einfach, wer das gesagt hat und wir klären das direkt in Acht-Augen-Gespräch. Das klassische Acht-Augen-Gespräch, oder? Die Spinne so, yeah. Haben Spinnen acht Augen? Die haben acht Beine. What the fuck? Aber gibt es ein Tier mit acht Augen? Spinnen haben meist acht Augen. Was? Die haben so viele Augen wie Beine? Also quasi wie wir. Aber zählen irgendwelche Beine? Na, wir gehen jetzt noch nicht so sehr ins Detail. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Gut, weiter. Also, wir hatten die Discussion, dass Christina gemeint hat, ich hätte über sie gesagt, dass ich sie überhaupt nicht leiden kann. Da gucken wir uns jetzt einfach mal an, was wirklich passiert ist. Er nennt sie ja jetzt auch Shakira. Sie sagt halt auch selber von sich, oh mein Gott, wenn Kameras vor mir sind, dann bin ich wie Britney. Ja gut, es wird gelästert, da können wir auch einen Haken dran machen, oder? Klar, es ist eigentlich in der letzten Folge passiert, aber das müssen wir ja auch aufarbeiten. Dann zu sagen, ich hätte gesagt, sie wäre aufgesetzt oder ich könnte sie, ich würde sie hassen. Das hat doch jetzt gerade keiner behauptet, oder? Alter, hassen ist so ein Wort, da wäre ich ganz vorsichtig. Sonst hasse ich dich nämlich. Davor habe ich voll Angst. Genau so gesagt hast, weiß ich nicht. Kann ich jetzt leider auch nichts zu sagen. Das ist halt dieser stille Posteffekt. So, ja. Jeder dichtet halt was dazu. Das stille Posteffekt, ist das hier drauf? Nein. Ja, da muss man einfach unter acht Augen reden. Wenn ich dich nicht leiden könnte, ich schwöre, ich würde kein Wort mit dir reden. Na, das glaube ich ja auch irgendwie. Aber dann das irgendwie andersrum zu drehen, finde ich scheiße. Komm, ihr habt alle gelästert. Das können wir doch jetzt mal irgendwie ein bisschen festhalten. An mich bedrückt es einfach, dass ich jetzt irgendwie als Buhmann dastehe. Sei nicht traurig. Ich tust du doch gar nicht. Ich dachte, ich habe hier nur Spaß. Dachte ich auch. Und bin nur am Lachen. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Sie hat aber mitgelacht. Bingo! Jemand weint. Ich fühle mich betrogen. Alle weinen. Wo sind wir denn hier? Also, das ist so logisch. Die Tatsache einfach, dass sie
runtergegangen ist und sich da so rausgeredet hat, fand ich halt einfach nicht schön. Der arme kleine Käfer. Jetzt bin ich die blöde Bitch, weißt du? Nein, du bist die Einzige, die Eier hat hier. Emily, die gibt da noch mal ein bisschen Gas, ne? Die gönnt ja sowieso gar nichts. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Stress. Aber warum verdrehst du dann die Worte? Franziska sucht das Gespräch und vielleicht kommen sie ja zu irgendeinem Entschluss. Warum sagst du, dass ich Sachen gesagt habe? Welche denn? Sie bleibt auf jeden Fall sehr ruhig dabei. Das hat sie schon in der Polizeiausbildung gelernt. Das habe ich dass gesagt. Ich sie hassen würde. Das stimmt nicht. Bestimmtes Auftreten, check. Was ist dieses Tratschen? Ja. Dann komm her, mach dein Maul auf. Und dann hau ich dir eine rein, dann ist gut. Wenn du nicht weißt, was genau gesagt worden ist, halt deine Fresse. Also ganz ehrlich, wenn ich mich mit der unterhalten würde und die käme mir so, würde ich sagen, also so brauchen wir schon mal gar nicht reden. Entweder du redest anständig mit mir oder wir brauchen gar nicht reden. Halt deine Fresse, was soll denn der Scheiß? Also ich brauch safe heute einfach mal für mich so Ruhe. Ja, wir alle brauchen Me-Time. Ja, aber wir haben auch Verantwortung. Wir haben Kind, Büro, MitarbeiterInnen. Me-Time. Ich will am liebsten einfach gerade nach Hause. Christina, nein. Du hast doch deinen All-Inclusive-Urlaub. Den willst du doch jetzt nicht so hinschmeißen. Also ich kann meinem eigenen Arsch hier vertrauen. Dann auch Ende Gelände. Der Lone Wolf muss sich hier durchschlagen. Ich hoffe, wir haben das so ein bisschen geklärt, Christine. Wir haben jetzt einfach dann einen Haken dran gemacht. Keinen positiven, aber es ist abgehakt. Dann bin ich halt hier die einsame Wölfin, ist mir dann echt Wurst. Aber guck mal, die sieht sie auch als Wölfin. Und ich sage ja mal so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Das ist mein Spruch. Vor allem, ich koche hier für alle. Und alle wollen ja mitessen. Ja, ich weiß, wer jetzt die nächsten Tage hungrig sein wird. Jetzt schauen wir uns aber erstmal das Intro an. Und es sind ja in der letzten Folge auch mehr Frauen gegangen. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich auch Clips im Intro, wo einfach keine Stimme ist, weil keine der Kandidatinnen vorgestellt wird, weil beide weg sind. Warum schneiden die das nicht raus? Ich kann es nicht glauben. Heute werden wir ja den Dschungel erkunden. Den Dschungel? Ja, den Dschungel erkunden. Der sagt den Dschungel. Das kannst du so nicht sagen. Wo ist der Spingo mit, dass er irgendwas falsch ausspricht? Nein, es sind sonst zu viele Punkte, aber der Dschungel? Wir können ein bisschen lockerer werden und dann fangen ja auch an, Gefühle sich zu entwickeln. Klar, mal gucken, was sich da heute so entwickelt. Ich liebe das, so eine Entwicklung zu sehen. Ich freue mich auch, in der Gruppe zu sein. Und es gibt ja auch vielleicht immer die Chance, noch länger zu bleiben oder so. Ihr Motto ist auch so, dabei sein ist alles. Das ist mein Spruch. Wir haben heute etwas richtig Spannendes vor. Es wird hoch und es wird wild. Im Dschungel. Vier werden mit dem Auto fahren und drei werden bei mir mitfahren. Okay? Boah, eine Frau darf sogar Auto fahren. Also ich habe echt Höhenangst, von daher würde ich irgendwie in einem sicheren Auto fahren gerne. Und wir wissen ja, das einzig sichere Auto ist das, was der Mann fährt. Fand ich ja ganz süß, dass sie gesagt hat, ich bin der Sichere, obwohl ich das Ding auch noch nie gefahren bin. Naja, Sexismus ist einfach so internalisiert. Was soll man machen? Na, was soll man da machen? Das ist auch so ein Moment, wo du so feststellst, okay, wer sucht von dir vielleicht die Nähe noch und wer fühlt sich wohl. Und natürlich war das schön irgendwie so, dass gerade sie auch gesagt hat, so, oh, ich komme bei dir direkt. Aber wer fährt denn jetzt das andere, unsichere Auto? Let's go. Dankeschön. Da sagt ihr aber, ich fahr das Ding, ne? Und Powerfrau, ey, das macht echt Lust auf Lara. Naja, ich sag mal so, das macht Lust auf Lara, passt auch gerne, macht Lust auf mehr, oder? Das können wir hier auch. Bingo! Er wird ein bisschen gekreischt. Was habt ihr vor? Oh mein Gott. Jetzt geht tatsächlich diese Brücke runter, rein, durch. Ich lieb sie, seine Haare. Ich fand sie aber so aufstellend. Komm, steig mal aus, schaut mal. Schaffst du? Nee, ich weiß nicht, ob das... Bist du? Komm, ich weiß Susanna. Nicht, ob ich das will. Susanna hat Höhenangst und das finde ich irgendwie ganz süß, dass Lara ihr da auch so hilft und sagt so, komm. Dominik meinte so, ja, komm, wir genießen die Aussicht. Ich kill dich gleich. Aber sie überwindet sich ein bisschen und alle gucken und dann geht die Fahrt auch weiter. Die eine, die sagt, dabei sein ist alles, setzt sich auch so sofort mit rein. Dominik, ich bin da, wo du bist. Are you ready for it? Und jetzt gibt es tatsächlich zwei neue Frauen. Ich glaube, wer authentisch ist, jagt den Leuten eine Heidenangst ein. Are you ready for it? Na gut, dann können wir wenigstens diesen einen Clip ersetzen, oder? Diesen weirden im Intro. Ich bin schon ein sehr natürlicher Mensch und glaube, dass das ein bisschen rausstechen kann. Mhm. Ich meine, die ist die einzig Natürliche im Haus, oder was? Ich wage es zu bezweifeln.
Mein Name ist Chiara Fröhlich. Ich bin 23 Jahre alt und lebe in Köln. Mhm, interessant. Ich bin Chiara Madonna. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Hamburg. Das finde ich auch super, wenn man das Kind tatsächlich Madonna nennt. Das ist, da muss man Eier für haben, oder? Ich bin sehr selbstbewusst. Das schreckt manche Männer oft ab. Aber ich denke, wenn das ein gestandener Mann ist, wird das auch gar kein Thema mehr sein. Der Dominik ist ein gestandener Mann und der freut sich jetzt. Hallo! Hi! 0,0. Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Die anderen Frauen, die dahinter stehen, komplett vergessen. Hi, ich bin Chiara. Hey, Dominik. Hi, freut mich, dich kennenzulernen. Endlich. Schön. Hi, ich bin auch Chiara. Schön. Gelungene Überraschung für mich. Für die Frauen, würde ich sagen, semi gelungen. Klar, mehr Konkurrenz. Hi, der Witzka, ey, jetzt brennt mir der Arsch. Wie sieht's aus? Wollen wir was trinken gehen? Gerne. Wir haben eine super coole Location hier, okay? Let's go! Ist ja nicht so, dass es schon schwierig genug ist mit so vielen Frauen, ne? Und ja, es wird immer schwieriger. Naja, weil als Bachelor wird das schaffen. Hey, ich bin der Bachelor. Okay, dann auf uns und ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Cheers. Ich stoße auch mit meinem Kamillentee an. Ich will so viel über euch kennenlernen, weil wir haben heute nicht so viel Zeit. Ich will auch so viel über euch kennenlernen. Ich muss Frauen kennenlernen! Ja, ich bin gelernte Tourismuskauffrau. Oh, ja, organisiert man Reisen dann? Ja, genau. Unter anderem nach Mexiko vielleicht? Ja, unter anderem haben wir da auch welche. Cool. Ja, ich war auch die Organisatorin dieses Trips und jetzt bin ich spontan als Kandidatin reingerutscht, weil irgendwie einer abgesagt hat oder so. Wie gefällt es dir soweit? Hotel, alles super, ja? Okay, super. Also ich war schon mal in einer Beziehung, bin aber, würde ich auch sagen, total der Beziehungstyp. Und ich wohne alleine in Hamburg. Ich finde, wenn man betonen muss, ich war schon mal in einer Beziehung, dann ist es irgendwie so, warum musst du das jetzt so doll betonen? Ich hatte zwei Beziehungen auch. Ja. Die letzte ist jetzt über ein Jahr her. Mhm. Ich sag aber nicht von Grund auf, dass ich ein Beziehungsmensch bin, weil ich bin sehr tough, ich komme auch gut alleine klar. Das findet der Dominik gut. Bisschen was erobern müssen, das ist super. Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Es wäre natürlich schön, jemanden zu haben, auch wenn man ihn braucht. Verstehst du, was ich meine? Wir verstehen. Aha. So, weil man es will. Ja. Dominik, weiß ich nicht. Ich bin selbstständige Make-up-Artist, Hairstylist. Make-up-Artist, cool. Ja. Der gibt einem echt immer so Lehrer-Vibes. Ach, cool, das hast du echt toll gemacht. Du hast es ganz toll gemacht. Unsere größte Angst war eigentlich, dass er sagt, boah, ich bin gar nicht bereit, jetzt noch mal zwei Frauen kennenzulernen. Tja, der Dominik doch nicht. The more, the merrier. Lara, du siehst so durstig aus. Brauchst du was? Ja, gerne. Du siehst so durstig aus. Was soll denn das schon wieder heißen? Lass mich mal Gentleman sein. Dankeschön. Danke. Er will einfach flirten. Ich kann das nicht oft genug sagen. Cool, dass du das Ding gefahren bist, das Auto. Echt cool. Na? Also ich wusste gar nicht, dass Frauen auch Auto fahren können, aber das ist echt krass. Schnapp mir ein Bier noch, ne? Da kann man es aufmachen direkt. Ja? Dran, ja. Wenn ich jetzt auch am Tisch auf... An der Tischkante. Sag mir jetzt nicht, dass Lara auch noch Bier aufmachen kann. Kannst du das? Ja, schon. Und? Alle sind einfach gerade so dabei, wie die so ein Zweierdate haben. Und alle sitzen so als ZuschauerInnen so drumherum. So wie wir. Und das jetzt gerade angucken. Meine Güte. Du steckst voller Überraschungen. Schmackes. Heiliger Bimbam. Du bist gut. Heiliger Bimbam. Und schon wieder ein Punkt, ne? Lara, echt, ey. Lara. Da muss er sich gleich nochmal vorknöpfen. Ich hab dir ja letztes Mal schon gesagt, so, dass du eine Person bist, an der ich Interesse habe, dass ich dich aber noch nicht einschätzen kann. Weil sie blond ist, sehr gut aussieht, gleichzeitig aber schüchtern ist und Auto fahren kann. Das ist ein Rätsel. Oh, ne? Ja. Das ist nicht, Da blickst du einfach nicht durch. Also ganz ehrlich, heute hast du echt ganz viele Pluspunkte bei mir gemacht. Die lebt jeden Widerspruch. Ich nehme mich gerne zurück, aber ich möchte trotzdem halt gerne um dich kämpfen, weil ich dich gut finde. Was ist das jetzt schon wieder? Was ist das? Und ich sehe da großes Potenzial bei uns. Das ist echt ein Mimikkünstler. Und das mag ich an dem Mann. Alles, was du sagst, matcht so zu 100%, habe ich das Gefühl. Ja, eben. Das ist auch. Ich habe Angst. Ich hatte wirklich zwei Dates und deswegen fällt es mir so schwer. Was? Du hast in deinem Leben zwei Dates gehabt? Was? Manometer, heiliger Bimbam. Hey, was ist das für eine Frau, ne? Normalerweise denkst du dir so, ey, da stehen doch tausende Männer Schlange und... Ja, können sie ja auch. Heißt ja nicht, dass sie mit jedem auf ein Date gehen muss. Dann merke ich wieder, was für ein scheiß Schubladendenken ich voll oft habe, ja. Wo ich so eine Frau sehe, die super attraktiv ist und mir gleich denke, okay, die kommt in die Schublade, die kommt in die Schublade. Wow, hier haben wir ein bisschen Selbstreflexion und da muss ich sagen...
Chapeau! Boah, Wahnsinn! Aber die stecken alle voller Überraschungen. Also das ist ein riesen Lernprozess für mich. Na komm, am Ende ist er richtig woke. Am Ende kommt er da raus und hat sich selbst neu kennengelernt. Du bist für mich immer noch so ein Phänomen, sagen wir mal. Mhm. Du bist, Ich hoffe, positiv. Ja, auf jeden Fall. Also so, du steckst voller Überraschungen. Ja, wenn man so krass in Schubladen denkt, dann ist auch eine Überraschung, wenn jemand freiwillig ein Auto über eine Brücke fährt. Heute würde ich gerne Nele mitnehmen. Erstmal kurz hier Mund offen, wie er schon wieder Nele gesagt hat. Auf jeden Fall, Dominik hat den Mund offen. Bingo! Um mit dem mal so ein bisschen, ja, Vollgas zu geben. Den Dschungel noch weiter erkunden. Cool, ich freue mich, danke. Nicht den Dschungel. Ich habe Nele ja bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und ich muss irgendwie die Fragezeichen lösen, die in meinem Kopf sind. Vielleicht kann die ja auch Auto fahren und ist blond. Ist sie wirklich jetzt auch wegen mir hier so, weißt du, da sind ja viele Gedanken, die irgendwie durch den Kopf gehen. Ach so, weil hatte die nicht ein paar Instagram-Follower? Das, ja, das ist natürlich ein großes Problem. Diese Aussicht war einmalig und geil, aber es hatte für mich eigentlich mit Date nichts zu tun. Naja, dabei sein ist alles, oder? Kriegst dann nächste Woche ein Haus. Das ist nicht verrückt. Die nächsten Tränen fließen, aber jetzt geht's gleich heiter weiter. Denn die neuen Kandidatinnen kommen in die Villa. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Valerias Blick, super. Unbezahlbar. Wir sind neu. Ah! So, und jetzt schreit mal so richtig in die Kamera. Ah! Ich find's halt kacke, wenn hier so zwei neue reinkommen. Und es ist halt von der Dynamik her für sie auch super schwierig. Naja, ich sag mal so, wir werden ja gleich sehen, dass die Christina Aurora das denen auch nochmal extra schwierig macht. Ihr seid beim Date reingeplatzt. Ja. Ja, genau. Ich habe keine Lust auf Stress, ich habe keine Zeit für Stress. Okay, Zeit schon. Ich wollte gerade sagen, was hätten die sonst zu tun? Ja, wie hat Dominik reagiert? Total cool. Sehr cool. Er hat so cool reagiert, wirklich. Er ist einfach so cool. Echt cool. Na? Also ich finde die Blonde nett. Also die ist sympathisch. Ja, die ist sympathisch. Die andere ist so aufgesetzt sympathisch. Ja, voll. So wie du, oder was? Die hat Stresspotenzial. Ja. Die nervt mich jetzt schon. Es wird gelästert. Das kann ich ja nicht nochmal abhaken, ne? Aber ich finde, er ist von allen Bachelor der sexieste. Das haben wir auch Sorry. Gesagt. Ja. Wirklich. Ja, auch ja, mit schon. Abstand, ne? Voll mein Typ. Ich wüsste gar nicht, welchen Bachelor ich irgendwie am sexiesten finde. Aber da war auch echt keiner bis jetzt dabei, wo ich sage, ja, würde ich. Also ihr beiden kennt euch ja. Ja. Und ich kenne dich nicht. Ja. Und für mich ist es super schlimm und super schwierig, mit jemandem Bett zu teilen, den ich gar nicht kenne. Naja, dann kannst du ja auf der Couch schlafen, oder? Aber kannst du nicht alle am Anfang nicht? Beste Antwort. Doch, wir haben ja alle im selben Hotel gechillt. Und wir kannten uns ja auch schon in der Quarantäne. Also wirst du nicht, dass ich schlafe? Also wirst du nicht, dass ich schlafe? Die ist echt so. Ihr sagt doch direkt, was dein Problem ist. Du willst, dass ich hier schlafe. Was kommst du mir jetzt hier mit? Oh, ich habe so ein Problem. Also komm. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Und ich weiß, wo ich mich beworben habe. Und ich kann mir auch denken, dass ich kein Einzelzimmer hier bekomme. Richtig. 100%. Ich weiß nicht mal, was du machst oder sonst was. Ja. Ich weiß nicht mal, wie alt du bist. Ja. So, das sind so Sachen, ich kann dann einfach nicht mit jemandem mein Bett teilen. Wenn ich sie wäre, würde ich sagen, ja, mein Name ist Mirella, ich bin 28 Jahre alt und ich bin Social Media Influencerin. Können wir jetzt schlafen? Was soll ich dazu sagen? Ja, ciao. Mit diesem Katzgesicht nehme ich sie auf jeden Fall direkt ernster. Die ist unmöglich, oder? Ist cool, dann schlafe ich unten. Mir ist es nämlich wurscht, aber ich merke mir sowas. Ja, gut. Dann merkst du dir. Mach ich. Gut, tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Boah. Ich hab ein bisschen Hass. Ich hab ein bisschen Hass. Ich find's echt... Hassen ist ein starkes Wort. Ich find's richtig krass scheiße von ihr, dass sie mal so tut. Alle anderen wären ja so asozial und sie ist so korrekt und dann zieht sie sowas ab. Kommt jemand neu ins Haus und sie ist so, sorry. You can't sit with us. You can't sleep with us. Das ist einfach mega scheiße. Schande über dich. Ja, da vergiss es halt nicht. Ich vergesse das auch nicht. Ich bin sehr nachtragend. Ich habe sie schon in die Schiene eingeordnet, dass sie halt so ein bisschen asozialer unterwegs ist. Genau das meine ich. Überhaupt nicht selbstreflektiert. Weil sie auch vom Verbalen so ein bisschen in diese Richtung geht. Ihr sprecht doch die gleiche Sprache. Aber 1:1. So, yo, Digga, was geht? So, was ist das für ein Scheiß hier? Du hast doch gesagt, du willst niemanden hier auf die Fresse hauen und halt's Maul und was auch immer. Das ist mein Spruch. Mein Gott, gucken wir uns mal lieber das Date an. Aber du hast sowas auch noch nie gemacht. Nein. In Deutschland, ne? Nein, nein. Das ist mein erstes Mal. Haben wir unser erstes Mal heute auch zusammen, ja? Heute haben wir unser erstes Mal. Ach, super. Ich bin eine richtige Sau. Wie sieht so ein erstes Mal aus? Ja, eine klasse Frau, wo einfach so viel vorne und hinten stimmt, ne? Auch wieder Ausdruck zu sagen, da stimmt so viel vorne und hinten. Naja. Das Ziplining macht super viel Spaß. Hey!
Profi, werde ich mal sagen. Wow. Dominik sagt, wow, bingo. Traumhaft. Ne? Schau dir mal den Ausblick an. Fast so schön wie der Ausblick auf mich, oder? Hast du es alles vorbereitet? Ja, klar. War anstrengend, aber für dich mache ich alles. Na klar, ich bin der Bachelor. Hätte nur noch gefehlt. Hey, ich bin der Bachelor. Ey, ich freue mich so sehr, jetzt hier zu sein. Ich auch sehr. Schön. Da ist ein kleiner Funken in der Luft, oder? Ich habe sie viel offener so ein bisschen wahrgenommen, ne? Also die war ja, die ist schon eine schüchterne, introvertierte, so wirkt sie ein bisschen, ne? Obwohl sie blond und gut aussehen, das konnte er bei der Lara auch überhaupt nicht glauben. Ey, mir ist richtig warm, siehst du das? Wollen wir mal ins Wasser, wir können uns abkühlen. Ein bisschen abkühlen, aber nicht, dass es dann doch wieder heiß wird zwischen den beiden. Nochmal auf uns. Auf uns. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du da bist. Komm, geh mal davon. Das sieht krass schön aus. Ich will sofort in den Urlaub fliegen. Du strahlst irgendeine Ruhe aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie strahlst du... Also ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, irgendwie immer wenn wir zusammen sind oder reden, dass es dann so entspannt wird. Er ist sehr anders auf diesem Date, finde ich, im Vergleich zu den anderen Dates, die er jetzt hatte. Also man merkt wirklich, dass es so ein bisschen ruhiger ist. Ich bin mal gespannt, ob das aber auch wirklich das ist, was er möchte, langfristig. Wenn wir reden, das ist entspannt. Er kommt voll entspannt rüber, er entspannt mich. Also ja, das passt. Ob ihm das dann nicht zu langweilig wird? Wir haben super viel gelacht. Ja, okay, das muss ich dir auch sagen. Ich bin enttäuscht. Oh, sympathisch, oder? Ja, das ist schön. Das finde ich sympathisch. Also, ja. Ich kann da einfach nichts dafür, weil ich stolper. Ich Upsi. Na ja, dann war halt mein Upsi. Das harmoniert, das sitzt. Dann widmen wir uns doch mal den wichtigen Themen. Ich habe das Gefühl, ich kann dich jetzt schon besser einschätzen und ich habe ein sehr positives Gefühl, muss ich sagen. Das ist schön, das freut mich. Und wie ist es von Neles Seite? Also bei mir ist es zumindest so, dass ich direkt schnell einschätzen kann oder merken kann, ob da halt irgendwie was ist oder nicht. So. Und da ist was. Ja, das ist einfach so mein Traummann so. Die sind alle wirklich sofort schockverliebt, ne? Da war Flirty da war Sexappeal da war echt viel da, ne? Samira, wie würdest du es sagen? Da ist halt Feuer, da ist halt schon Salz, da ist halt schon Würze. Wie stehst du zum Allgemeinen, so sag ich mal, dem ersten Kuss? Das ist mir jetzt ein Thema, das ist mir einfach so eingefallen. Das hat gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Ich wollte einfach mal fragen. Also ich finde Küssen sehr intim. Also ist Küssen wichtig für dich? Auf jeden Fall. Also ich frage für eine Freundin. Ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Küsser bin, keine Ahnung. Sollen wir es mal herausfinden? Ich musste zwischendurch immer mal wieder weggucken, weil seine Augen einen wirklich schwach machen. Mal gucken, wie schwach. Ich habe überlegt, soll ich sie küssen so oder ist das jetzt zu früh? Komm, es ist schon Folge 3 und es ist noch kein Kuss gefallen. Hört ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Ich auch. Echt? Was sagst du zu einem... Nein, irgendwie bin ich so unangenehm. Okay. Irgendwie ist es schön, irgendwie ist es unangenehm. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Wie ist es für euch? Schreibt mir bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare. Uff. Irgendwie war es ein ganz schöner Kuss, weil es nicht so dolle zungig und so übertrieben war. Aber irgendwie auch dieses... Auf der einen Seite fand ich, es hat das gut gemacht, also wie wär's mit einem Kuss. Aber irgendwie war es auch schon so, wie wär's mit einem Kuss? Also es war schon so, ha, ich weiß nicht. Ich brauche eure Meinung. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das tue. Aber ja, es hat sich einfach richtig angefühlt. Und das ist das Wichtigste. Wenn es sich für die beiden gut angefühlt hat, ist es ja theoretisch auch egal, was wir schreiben. Aber für uns so als Community finde ich schon interessant. Die können die Finger, die Lippen nicht voneinander lassen. Wenn beide jetzt schon merken, in so einer ganz frühen Phase, ey, das Gegenüber passt. Das macht Lust auf mehr. Das macht Lust auf mehr. Hier haben wir es nochmal Wort für Wort. Ist das heute so wert? Ja, habe ich auch nicht gedacht. Aber hey, ist doch cool. Hey, super. Also umso besser, oder? Auf jeden Fall. Ist doch, also ist ja nicht verwerflich irgendwie so. Auf gar keinen Fall. Ist es nicht, oder? Ist es verwerflich? Ist nicht verwerflich, oder? Ein bisschen verunsichert wirkt da. Ich muss es einfach mit Vorsicht genießen, weil... Ja, ich bin nicht allein. Ich bin leider immer sehr schnell into it, also... Sehr, sehr reflektiert von der Nele. Sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat, dass es halt sein kann, dass sie trotzdem noch fliegt. Nur weil sie den ersten Kuss bekommen hat, heißt es nicht, dass sie den letzten Kuss bekommen wird. Finde ich sehr klug von ihr, dass sie dann nicht sofort so ist. Ich liebe ihn! Ich will einfach nur den Moment jetzt hier genießen und alles andere ist mir jetzt gerade egal. Aber ist es ihm egal? He hates to say goodbye.
Irgendwie habe ich das Gefühl, es beschäftigt ihn schon, dass er jetzt den ersten Kuss schon getätigt hat. Was denken die anderen? War super schön. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Vielen Dank für den Abend. Aber es gab ja einen Abschiedskuss und ich finde, das sagt schon sehr viel. Komm gut nach Hause. Du auch. Bis dann. Ciao. Mann, erfolgreich, oder? Es war einfach nur geil. Wirklich krass irgendwie, auch für mich, weil ich weiß nicht, das einfach lange nicht mehr hatte, so, dass ich jemanden so gern hatte. Hoffentlich wird sie nicht enttäuscht. Man genießt einfach auch direkt zusammen so die Ruhe, auch wenn man mal nicht redet. Produzentin ist zu sehen, zählt es auch, wenn die sich quasi mit der Person unterhalten und man weiß, wir machen noch kein Bingo. Schön, schön. Aber ja. Macht, ja, jetzt geht's richtig los. Man merkt, dass er wirklich sehr viel drüber nachdenkt, was ja auch eigentlich was Positives ist, ne? Nicht viel Positives an ihm, aber das auf jeden Fall. Das war bei ihm noch mit so vielen Girls, wirklich. Das wird krass. Und die möchten jetzt natürlich wissen, was ist passiert. Ja, und dann sind wir an so einem Infinity Pool. Ganz viel Sekt. Und eine Bank. Oh, ich habe Sex verstanden. Ganz viel Sex, ja, auch gut. Und dann haben wir uns geküsst. Was sagen die anderen dazu? In dem Moment, als sie das gesagt hat, habe ich erst mal gedacht, das ist Spaß, das ist ein Witz. Das ist so ein bisschen Roundhouse-Kick in mein Gesicht einfach. Sie so, hahaha, aber was, wirklich? War es ein Tonkuss oder ein Kuss, Normalkuss, was wäre? Die Valeria, die möchte es genau wissen. Kannst du es vielleicht einmal vorspielen? Entspannt war es. Ja, aber war eine Zunge dabei? Bisschen. Ich sag mal, der Blick, der sagt mehr als 1000 Worte. Jana war dann komplett baff. Denn der erste Kuss, den hätte sie gerne gehabt, oder? Oh mein Gott, ein Kuss. Ich war wütend, ich war eifersüchtig und irgendwie hat's mich, ich war einfach traurig. Sie war eifersüchtig, Bingo! Ich war wütend, ich habe sogar das Armband von ihm abgelegt. Was passiert da gerade? Was Schlimmeres hätte sie nicht tun können. Weißt du, ich würde gerne küssen, aufgrund dessen, dass ich einfach gerne küsse. Jetzt kommt aber das große Aber. Und wenn ich jemanden küssen möchte, in den ich mich verlieben möchte, dafür ist er mir noch viel zu fremd. Ich sag mal so, ein Date und du wirst hin und weg sein, so wie alle anderen. Nervt natürlich, wenn ein Mann eine andere Frau küsst, wo du Interesse einfach hast. Es gibt aber auch Frauen, die sie auf jeden Fall supporten. Na, du Knutschbacke, du. Bist ja nur am Züngeln hier, ey, ja. Mensch. Ey, hätten wir das gemacht, hätte ich mich nicht mit dir angefreundet, ey. Die Nürnbergerin, die hat einen Humor. Nee, ich find's wirklich gut. Die ist mir sehr sympathisch. Angeleckt ist meins. Ja. Süß sind die. Da haben sich richtige Freundschaften entwickelt, ne? Ja, dann weißt du ja, dass das nächste Mal auch ein bisschen gefummelt wird, ne? Mach dich untenrum frisch, lieber. Du. Garnele, geh jetzt duschen, du stinkst schon von deiner Knutscherei. Süß, Garnele, du stinkst von deiner Knutscherei. Jetzt riecht schon ganz fischig. Das ist doch viel zu früh, oder? Die Jana, heißt sie Jana? Ich glaube schon. Die kann das gar nicht glauben. Ich habe gedacht, ich habe eine Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann. Das hat sie wirklich gedacht, nach Folge 1 oder 2? Ich weiß nicht, das war alles so schön und dann hat er einfach eine andere Frau geküsst und das fand ich einfach so traurig. Ich glaube, die hat die Sendung vorher noch nie geguckt. Aber das kann ich mir nicht erklären. Ich meine, ich brauche nicht so einen, der alle probieren muss. Was du dann hier machst? Ich bin für einen Mann hier und wenn er andere Frauen küsst, das kann ich nicht. Heißt das, sie geht? Aber was ist schlimmer, euch vier? Was ist schlimmer, der erste Kuss oder zwei neue Mädchen? Es war ein neuer Mädchen. Valeria so, ach, Kuss. Was ist ein Kuss? Ey, ich find voll den Kuss voll schlimm. Ach, Kuss ist Kuss, Leute. Das war nicht mit Zorn. Doch, bisschen Zange war dabei. Du machst dir viel zu viel Sorgen jetzt um den Kuss. Deswegen habe ich vielleicht Durchfall. Ich habe auch so eine Magenverstimmung, ich sag's ganz ehrlich. Ey, ich muss kotzen. Ich war richtig wütend auf ihn. Ich glaube, ich hatte... einen Tag lang das ganze Armband aus. Nein, den ganzen Tag auch noch? Jetzt habe ich es wieder an, aber ich hatte es echt aus. Echt lange. Der muss so viel gut machen bei mir. Ich finde das so krass. Der ist dir gar nichts schuldig. Der ist dir echt nichts schuldig. Ja. Ich finde es gut, dass die anderen sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich weiß nicht, ob ich das tolerieren kann. Ich weiß nicht, was sie erwartet hat. Ich meine, wenn jetzt dann noch mehr Küsse kommen, ich glaube, dann gebe ich einfach auf und gehe. Ja, dann kannst du die Koffer jetzt schon mal packen.
Wer kommt denn da zu Besuch? Die Outfits für das nächste Date. Ja, ich habe mich schon bei den Mädchen entschuldigt, weil ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr kämpfen werde. Was für eine Ansage, da bin ich mal gespannt. Ja, heute steht ein echt besonderes Date an. Wir werden uns auf eine kleine künstlerische Reise begeben und das schöne Haus hinter uns bemalen. Das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Date. Wir sind einfach bereit. Hey, gut seht ihr aus. Dankeschön. Wow, okay, let's go. Dankeschön. Das Haus wird angemalt, aber natürlich kommen da auch die ein oder andere Sache zur Sprache. Malen war wirklich, hat alle Erwartungen übertroffen, also sehr coole Idee. Aber Jana nutzt die Zeit nicht nur zum Malen. Ich habe ja schon gehört, du hast dich geküsst. Er hat sich geküsst. Was hast du gehört? Dass du dich geküsst hast. Hast du das gehört? Ja. Hat sich rumgesprochen. Weil der Kuss, der hat mich einfach traurig gemacht. Was soll er jetzt sagen? Ja, tut mir leid. Ja. War ein bisschen komisch auch. Also ich verstehe, dass ich es nicht cool finde. Ich verstehe auch, dass man vielleicht in so ein Format reingeht und dann im Endeffekt sagt, so, das ist nichts für mich. Du musst eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ich gehe auch nicht zum Bäcker und sage, ich hätte gerne einen Kasten Cola. So, oder hier gibt's Brötchen und nicht Cola. War ein super Vergleich. Macht mich sehr verlegen. Naja, wenigstens lockt sie ein bisschen aus der Reserve, das ist auch mal gut. So gefühlt hat sie mich so auch ein bisschen nach hinten geschmissen wieder so, ne? Also jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, oh scheiße, jetzt muss ich wieder zu ihr kommen, ne? So ein bisschen... Er muss was bei ihr gut machen. Dabei will er ja einfach nur ein bisschen Spaß haben. Wir haben ihn bemalt, wir haben ein Haus bemalt, den Esel haben wir nicht bemalt, den haben wir verschont, ansonsten war alles kunterbunt. Shakira redet sehr nasal, wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Dann malt ihr mal alle an den Schild weiter und ich schnapp mir jetzt mal kurz mal Jana Maria. Ich sag mal so, es hat wohl funktioniert. Jetzt hat er das Gefühl, er muss sie zum Gespräch bitten. 100 Punkte, ne? Jana Maria ist echt so eine der Frauen, also wo ich echt mir echt was vorstellen kann. Ne? Und deswegen will er sie nicht verlieren. Und mir ist einfach wichtig, dir auch so mit auf den Weg zu geben, dass du wirklich bei mir on the top ist. Aber warum hat er sie dann nicht geküsst? Ja, ich fand's schon krass, als sie mir dann gesagt hat, dass sie dich geküsst hat. Wer hätte das gedacht bei diesem Format? Ich weiß es nicht. Okay, war das ein Momentkuss oder war es ein Gefühlskuss? Wie sie jetzt herausfinden will, ob er es wirklich so gefühlt hat oder nicht. Das war eher, also würde ich sagen, so ein bisschen schon eine Mischung daraus. Sehr diplomatisch, das war tatsächlich die einzig richtige Antwort, die er darauf hätte geben können. Weil er will ja zum einen nicht der Nele in den Rücken fahren und zum anderen aber auch der Jana jetzt nicht richtig das Messer ins Herz rammen. Gut gemacht! Also das war ein schöner, sehr schöner Moment. Finde ich gut, dass er jetzt auch dazu steht. Aber trotzdem warst du natürlich auch trotzdem in meinem Kopf, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Boah, ey, das zu balancieren. Ich weiß nicht, ob er Medientraining oder Date-Training dafür bekommen hat, aber das war schon solide. Wenn du eine Person hast, die du echt gut findest, dann musst du mit der über eine Person sprechen, die mit ihr im gleichen Haus wohnt, mit der du geknutscht hast. Es ist eine Ausnahmesituation. Egal, wie rum du es drehst, es ist super unangenehm. Was sagt aber Jana jetzt dazu? Auch im normalen Leben gibt es Konkurrenz, aber ein Kuss war schon schlimmer für mich. Im normalen Leben küsst du ja auch keine anderen Frauen, oder? Jetzt würde ich ihn nicht küssen, weil ich ein bisschen sauer bin, dass er mir nicht den ersten Kuss gegeben hat. Es ist echt ein riesengroßer Kindergarten hier. Ich bin mal gespannt, ob die nicht beim nächsten Date auch knutschen. Soll ich jetzt meine Augen zuhalten? Soll ich aufhören, die anderen zu beachten? Also das ist... wäre ja auch irgendwie unfair gegenüber anderen, die auch hier sind, um mich kennenzulernen. Und ehrlich gesagt, es ist halt ein Geschenk von mir auch, dass alle mich kennenlernen können, weil ich bin einfach auch Geschenk Gottes. Und ich will jedem die gleiche Chance geben. Hey. Hey. Leute, ihr wisst's, ich bin der Bachelor. Ich bin der Bachelor. Ich gebe dir noch ein Herz mit. Wohin, hier? Ich hätte mir lieber gewünscht, du hättest ihr keinen Kuss mitgegeben. Wow, das ist schön, wirklich. Hey. Ich habe das Armband auch jetzt wieder angezogen. Ich bin noch eine der Favoritinnen, glaube ich.
Auf jeden Fall. Gott sei Dank, oder? Wir waren sehr kreativ, da sind echt viele, viele coole Muster mit dabei und ich glaube, das Haus hat jetzt einen unheimlichen Wert. Und eine darf jetzt natürlich noch zum Date da bleiben. Ich würde gerne die Chance nutzen, um einfach eine der Neuankömmlinge besser kennenzulernen. Und zwar? Chiara. Yeah. Ja, sehr Schnappen. Gerne. Dran. Die sieht super heiß aus. Sie hat so ein gewisses Etwas, was ich echt sexy finde. Der Dominik, der findet sie aber auch alles sexy, oder? Ich hoffe nicht, dass sie sich küssen, aber ich meine, ich wusste auch nicht, dass er die Nele küssen wird. Der küsst jetzt alle. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ja, alle sind verwundert, dass sie so früh vom Date zurück sind. Hä? 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 Wenn genau derselbe Typ reinkommt, wie man selber ist, das ist sehr kritisch. Da vergleicht man sich eigentlich schon so ein bisschen, obwohl man das gar nicht will. Alle 12 Blondinen da drin, nur so. Aber es zeigt natürlich auch, in solchen Formaten sind Minderheiten deutlich unterrepräsentiert und dann hat man wahrscheinlich das Gefühl, es kann nur eine geben, was natürlich auch wieder zeigt, wie problematisch das alles ist. Erzähl mir was über die Chiara in einer Beziehung. Ich sage nie, dass ich ein Beziehungsmensch bin. Ja, das hast du gesagt. Weil ich nicht der Meinung bin, dass mich erst ein Partner erfüllt. Schön. Ich finde das ganz wichtig, dass man im Reinen mit sich selbst ist. Und eine funktionierende Beziehung ist dann noch so das perfekte Ende. Aber es ist doch auch so. Immer wenn man krampfhaft jemanden sucht, weil man denkt, nur dann kann ich glücklich sein, dann findet man niemanden. Und sobald man diesen Punkt erreicht hat, wo man sagt, oh, eigentlich ist es auch alleine echt schön und ich liebe das und ich liebe mich und mein Leben und das ist alles toll, dann plötzlich taucht er auf oder sie. Ist es nicht so? 100%. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ihn das einschüchtert. Null. Der ist da so standhaft und präsent und das ist unfassbar attraktiv. Das ist ein standhafter Mann. Weil ich immer auch sehr optimistisch bin und irgendwie immer so gute Laune, ja, aus den schlechten Momenten das Beste rausholen. Weil ich hasse es, über Probleme zu reden. Echt? Oh, ich bin gar nicht so. Ich will immer alles ausdiskutieren. Same. Ich bin auch Team, alles ausdiskutieren. Ich bin echt gut im Verdrängen. Also wenn Probleme aufkommen und ich weiß, dass es auch gut ist, über Probleme zu reden und das ist auch wichtig in einer Beziehung, aber es ist noch ganz oft so der Punkt bei mir, dass ich hasse, mit Problemen konfrontiert zu werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Seid ihr Team Verdrängen oder Team Reden? Und du machst mich auch ein bisschen verlegen, also wieso denn? Weiß ich nicht. Ich bin doch total ist ein gutes Zeichen. Okay. Der Dominik, der ist angetan. Ja, wir schauen uns gerne in die Augen und ja, da war eine Spannung und deswegen hat man auch diesen Blickkontakt gesucht. Wird er die Nächste direkt küssen? Ich würde sagen, wir haben ein bisschen geflirtet. Ich wäre natürlich extrem geschockt, wenn ein Kuss nochmal fallen würde. Also das wäre für mich das Schlimmste, was passieren könnte. Das ist so richtig enttäuschend. Na, dann wart's mal auf nächste Woche ab, oder? Es ist schon sehr krass, eigentlich beim ersten Date so Hand in Hand zu laufen, ne? Stimmt, aber da geht hier alles ein bisschen schneller. Du bist spontan? Ja. Check. Du hast keine Angst, ins Wasser zu gehen? Ja, check. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, was jetzt kommt. Wir legen unsere Schuhe jetzt dahin und gehen ins Wasser. Okay. Bist du dabei? Ich bin dabei. Das hört sich gut an. Die sind einfach zwei spontane Mäuse. Hey, hey, lass einfach ins Wasser rennen, so mit unseren Klamotten. Warum nicht? Die sind so crazy. Mit unseren Klamotten. Ja, crazy. Es sieht nach einer spaßigen Zeit aus und wenn die Spaß miteinander haben, bin ich happy. Bist du zufrieden? Und das finde ich sympathisch, das finde ich cool, das finde ich sexy, das finde ich, also da ist ganz viel drin, wenn du sowas mitmachst. Ja, als Frau, das ist, wenn du da irgendwie spontan bist, ist einfach auch krass. War irgendwie egal, ob unsere Klamotten voller Farbe waren oder unsere Haut oder unsere Haare nass waren. Es war einfach ungezwungen und natürlich und cool und deswegen fand ich den Abend auch so schön. Jetzt wird's nochmal heikel. Fällt ein Kuss. Ja, wir gehen uns wieder. Okay. Ja. Glück gehabt, oder, Jana? Die wichtige Frage. Kuss oder nicht Kuss? Ich hätte echt gedacht, dass er jetzt anfängt, alle zu knutschen. Das könnte auch sein, ne? Größere Persönlichkeiten machen das auch. Gibt's noch einen Kuss? Weiß wirklich nicht, ob ich das verkraften kann, weil ich mag ihn. Das haben wir verstanden. Ladies, ich habe euch gesagt, ich bin eine Frau mit Prinzipien. Ich küsse nicht beim ersten Date. Erst beim zweiten dann. Kämpf für einen Mann. Und wenn er dann andere Frauen küsst, das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Das haben wir jetzt wirklich zu Genüge verstanden. Jetzt ist die Nacht der Rosen. Wir hatten super schöne Dates. Ich bereue auch nicht das mit Nele. Allein, dass er sagt, ich bereue das nicht, zeigt, dass er zumindest drüber nachgedacht hat, ob er es bereuen soll. Ja, der erste Kuss verändert in einem was. Aber ich bin jetzt hier, um Frauen kennenzulernen. Ich muss Frauen kennenlernen! Das
verändert nicht nur mit ihm was, sondern auch mit der ganzen Stimmung. Es allen recht zu machen, ist unmöglich. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Und hier wird sogar durch die Beine hindurch gefilmt. So breitbeinig steht er hier und ich sage Bingo! Da war mir klar, okay, Emily ist irgendwie nicht da, ne? Sie ist leider krank. Krank von Nichtgönnerheit. Gute Besserung und ich freue mich, wenn sie wieder da ist. Ich mir natürlich auch. Wir hatten zwei echt hammermäßige Dates, wie ich finde. Eine Rose steht da schon sehr präsent. Weil das so sehr Spaß gemacht hat und es echt auch so gut gepasst hat, fand ich. Würde ich dir heute die erste Rose geben. Und zwar bekommt Chiara die Rose, nicht Nele. Hä? Ob ich ihr die Rose gönne oder nicht? Braucht man nichts zu sagen. Besser so, oder? Ja, aber danach, wo es in die Einzelgespräche ging, habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, also irgendwas ist heute anders. Du hast geknutscht. Ich wollte wissen, ist es für dich schlimm, wenn eine Frau so 6 Jahre jünger ist? Irgendwie, die gibt mir so ganz komische Vibes. Also irgendwie wird die nicht so richtig warm mit dem, aber die findet ihn irgendwie ganz toll. Und es ist so super unentspannt zwischen den beiden. Das Alter ist mir Jacke wie Hose. Naja, solange das wieder mit dem Gebären alles passt, ne? Ich wollte mich auch noch ganz kurz anmelden. Die Warteliste ist lang. Hi. Auch noch mehr dabei herauskommt. Hey. Crash, crash. Hey. Darf ich crashen? Crash, crash. So, bam! Ja. Ach, krass. Anschluss? Solche Momente sind mir immer so krank unangenehm. Und ich frage mich immer, schneiden die so? Sind die wirklich so? Ich glaube, das war wirklich so. Entschuldigung, hat mich einmal verschluckt. Nele, kommst du mit mir mit? Ja. Super. Haben die nicht schon genug geredet und geknutscht? Anscheinend möchte er mehr. Ey, ist voll... Wirkst angespannt heute. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angespannt. Na, da braucht er wieder ein bisschen Nele-Entspannung. So asozial gegenüber Nele. So asozial. Ja, voll, weil die halt ein wundervolles Date hatten und sich auch näher gekommen sind. Und ich finde, dass diese Rose galt ihr. Das ist doch nicht euer Job, das zu bewerten. So ein Kuss ist wahrscheinlich mehr wert als eine Rose, oder? Ich habe nochmal viel darüber nachgedacht und ich fand es zwar genau richtig. Auf jeden Fall, ich auch. Gott sei Dank hat er das gesagt und nichts anderes. Und ich würde dich jederzeit wieder küssen. Wirklich. Ich dich auch. Jetzt? Ja. Ja. Ich hätte Nele lieben gern nochmal geküsst. Lieben gerne. Aber auch er ist ein Mann mit Prinzipien. Aber mit dem Hintergrund, dass hinter mir so viele Frauen sitzen und ich küsse jetzt. Wäre, glaube ich, echt nicht gut angekommen. Hätte die Stimmung nur noch... Ich will nicht wissen, was passiert wäre. Wären ausgeflippt. Ich bin so sauer. Lass die anderen reden, okay? Also ich habe jede Minute mit dir wirklich genossen. Okay, gut. Und ja. Finde ich irgendwie schön, dass er ihr nochmal ein gutes Gefühl mitgibt. Es ist auch für mich nicht einfach, wirklich. Mit den anderen zu reden, mit den anderen auch die Dates zu haben. Es sind so viele wundervolle Frauen hier. Es ist echt nicht einfach, mit anderen zu reden. Gut, dann würde ich mir gerne nochmal Jana Maria schnappen. Natürlich. Oh Gott, ich weiß, der Stachel sitzt so tief bei ihr. Das hat er ganz gut erkannt. Ich will alles wissen, was in deinem Kopf vorgeht, bitte. Das nein, mir geht's super gut. Oh, das ist, ach du Scheiße, was eine Lüge. Ey, das sitzt echt tief, ne? Das war wohl eine Lüge mit diesem, ich bin super entspannt. Voll easy going. Ich bin mega easy going. Ganz easy going. Also ich habe gedacht, vielleicht die erste Rose kriegt die Nele, weil ich ja geküsst habe. Allein, dass sie damit anfängt, um davon abzulenken, ist, kann dir doch egal sein. Du willst doch diejenige sein, die Rose bekommt. Dann ist doch egal, wer wann sonst noch eine Rose bekommt. Aber weil wir uns geküsst haben. Mhm. Okay. Und das war irgendwie schade für sie, oder? Das geht dir doch nichts an! Warum soll ich ihr jetzt die erste Rose geben? Dass er sich überhaupt auf dieses Gespräch, auf diese Diskussion einlässt. Was ist besonderer, ein Kuss oder eine Rose? Wow. Für dich. Die stellt auch immer Fragen. Was ist jetzt, ich möchte es jetzt wissen. Du weißt, das, was du bekommen hast, war sehr besonders. Du hast die allererste Rose und das allererste Date bekommen. Du weißt ganz genau, dass ich an dir auch hänge. Aber langsam reicht's ihm auch. Aber ich merke auch gerade bei dir, dass, ja, irgendwas in deinem Kopf passiert. Sie verlangt eigentlich etwas, was er ihr halt nicht geben kann. Nämlich, dass er sich für sie entscheidet. Jetzt. Aber wir müssen darüber reden. Okay. Das macht keinen Sinn, dass du es für dich behältst. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Ein schönes Date mit dir. Dann vergleich es nicht mit anderem. Also, das ist einfach dieses Format. Und wenn man dann, ich verstehe ja auch, dass man im Vorhinein sagt, so, ja, ich muss, ist okay, da kommen andere Frauen. Und dann kann man vielleicht im Endeffekt doch nicht so gut damit umgehen, wie man es gedacht hätte. Aber dann muss man für sich entscheiden, mache ich das jetzt und höre auf rumzuheulen. I'm sorry. Das ist so gemein. Oder breche ich es ab? Ich habe halt dann
irgendwie Gefühle aufgebaut oder sowas und dann gehst du und dann küsst du einfach eine. Einfach irgendeine andere. Echt enttäuschend und ich war echt traurig. Ja. Wirklich. Ja. Das glaube ich ihr auch, aber wie gesagt, es ist die Sendung. That's halt irgendwo aus the game, ne? Ich bin hier nicht um Fame oder für irgendwas. I'm real. Zählt das ein bisschen, ich bin nicht hier, um Freundinnen zu finden? Hm? Naja. Das ist irgendwie aber auch so ein kleines Druckgefühl, was bei mir ausgelöst wird im Inneren. So, uff, wie gehst du jetzt damit um, ne? Also die nagelt dich ja schon an die Wand. Ja, die will jetzt, entweder jetzt oder wir lassen's. Vielleicht hast du mich wirklich vergessen. Ich hab dich nicht vergessen. Willst du mich? Nein, ich hab dich nicht vergessen. Weiß nicht, ob ich als Dominik da nicht irgendwie schon gesagt hätte, sorry, aber das ist mir jetzt gerade auch ein bisschen viel. Ich nehme eine Botschaft für mich mit, die heißt, gib Jana Maria das Gefühl, dass du immer in meinem Kopf bist. Also, dass du echt präsent ja, in meinem Kopf bist. Ja, das sagst du jeder. Also, es wäre mir schon zu viel Arbeit, ganz ehrlich. Ja, okay. Diejenigen, wo ich echt ein gutes Gefühl habe, denen sage ich das. Diese Folge kommt ja ganz gut weg bei mir. Merkt ihr es? Heute lernst du dich neu kennen. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften kann, wirklich. Und ich bin nicht eifersüchtig. Also sorry, aber das ist gelogen. Aber mit ihm habe ich so eine Connection, das ist richtig krass. Und dann bist du auch ziemlich eifersüchtig, das kann man ja mal so ehrlich sagen. Ich bin sowas nicht gewöhnt, ich kämpfe nie für einen Mann. Ja, das verstehe ich, aber also, sie kommt echt nicht gut weg. Sie kommt diese Folge schlechter weg als der Bachelor, das muss man erstmal schaffen. Wenn er noch mehr Mädchen küssen wird und vielleicht Gefühle für die aufbaut, ich glaube, dann werde ich das nicht packen und dann werde ich einfach gehen, weil ich kann sowas nicht. Ich bin sehr gespannt, ob sie freiwillig geht. Hier, da könnte ich ja direkt Bingo schreien, aber noch ist es ja nicht so weit. Ich meine, wir sind in der Nacht Nummer 3. Wo landen wir hier? Wo bin ich gelandet hier? Verdammt, was mache ich hier gerade? Er kann es nicht glauben. Ich habe schon gesagt, du Armer, ey. Du Armer, hast du schon gesagt? Mhm. Das ist mir richtig leid heute. Ja, bei der Anna, da kriege ich so ein bisschen komische Vibes. Sie hat jetzt schon zwei Sachen gesagt. Einmal so, oh, das ist mir so leid, die Frauen sind so anstrengend, sowas in der Richtung. Und dann noch, ich fahre lieber bei dir im sicheren Auto, weil Frauen können ja nicht Auto fahren. Also, sie hat es nicht so gesagt, aber es ist so der Unterton, der mitschwingt, wo ich sage, schwierig. Nee, ist auch wichtig, aber trotzdem auf dich zuzukommen, um dir einfach trotzdem das Gefühl zu geben, dass du auch natürlich, yeah. Auch wenn ich neben Nele sitze gerade. Was will sie jetzt von ihm hören? Du, es ist alles cool, du musst die Mädels kennenlernen. Da würde dir, glaube ich, eher eine Runde hauen, wenn du das nicht machst, weil Nele echt cool ist. Ich glaube, sie wollte jetzt ein bisschen locker rüberkommen, einen kleinen Witz machen. Der kam aber gar nicht in der Situation jetzt gut an. Ja, war schon eine kleine Ohrfeige, so ein bisschen. Nele ist eine super Frau, die musst du kennenlernen. So, hä? 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 Hat nicht in den Moment reingepasst. Ich kann es nicht jedem recht machen. Aber ich probiere meine Lockerheit wieder zu gewinnen. Musst du auch nicht, weil du sollst ja hier irgendwie eine Frau finden, die zu dir passt. Das stimmt. Jetzt ist sie mir wieder ein bisschen sympathischer geworden durch das Gespräch. Da ist was, das läuft. Also ich will Anna kennenlernen und ich glaube, sie hat auch Interesse an mir, so wie ich sie wahrnehme. Und der ist bei ihr hooked, ne? Der will sie erobern. Es wird sehr interessant, wenn ich Anna noch besser kennenlerne, was dann passiert. Heiliger Bimbam, oder? Ich komme immer in diese unangenehme Situation, eine Party zu beenden. Obwohl ich gar nicht der Typ bin. Ich liebe es eigentlich, ein bisschen den Morgengrauen zu feiern. Das ist ein crazy Typ. Ich wollte mich bei euch für diesen wunderschönen Abend bedanken. Und jetzt werden die Rosen vergeben. Und auch Emily wird eine Rose von mir bekommen. Sie ist leider nicht hier. Ich wünsche ihr natürlich gute Besserung. Gott sei Dank. Bei dir habe ich das Gefühl, dass du mich echt forderst. Das ist Diana, oder? Am Ende ist es so, ich weiß, wer ich bin. Und wenn er mich nicht wertschätzt, dann soll es nicht sein. Nele bangt um die Rose. Ich habe noch nie einem Mann hinterhergeheult. Das werde ich diesmal auch nicht tun. Preach, Girl! Also ich habe schon vielen Männern hinterhergeheult. Also ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Aber ich finde es gut, dass sie so eine Attitude hat. Diana Maria. Klar, dass sie es ist. Ich habe eine von den ersten bekommen. Jetzt geht's mir wieder besser. Freut mich. Es war ihr auch wichtig, dass es die erste ist oder eine der ersten, ne? Das ist immer die erste Rose ist besser. Die in der Mitte ist egal und die letzte ist ganz wichtig. Anna. Klar, die kriegt auch die Rose. Du beeindruckst mich echt sehr und du hast gerade echt coole Schuhe an. Christina Shakira. Shakira. Nein! Franzi, Nele. Die bekommen auch eine Rose. Glauben tun wir in der Kirche. Da gehe ich nicht hin. Also hoffe ich einfach, dass ich heute eine Rose bekomme. Guter Spruch. Die hatte Sprüche, ne? Früher Vogel. Das ist mein Spruch. Glauben. Ja, super. Wenn er ein charakterstarker Mann ist, wird er mir definitiv eine Rose geben. Wenn nicht, Pech gehabt. Jasmin. Christina Aurora. Gott sei Dank. Bobette. Chiara. Da regnet es nur so die Rosen. Lara. Lara.
Noch drei Rosen. Christina, Valeria. Und jetzt kommt sie, die letzte Rose. Susanna. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Das heißt, wir müssen uns von zwei Frauen verabschieden. Es hat einfach nicht gepasst zwischen uns beiden, aber ich werde die Mädels sehr, sehr vermissen. Und es war echt eine schöne Zeit hier. Nathalie, Nürnberg. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Jetzt haben wir nur noch die Vierterin dabei. Hoffentlich schafft sie es. Klar, ich finde es schade. Aber ich kann jetzt nicht so wahnsinnig traurig sein, weil ich einfach den Menschen dahinter noch gar nicht gut genug kenne dafür. Und ich sag mal so, dabei sein ist alles. Ciao. Ciao. Macht's gut, ciao. 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 Also bei mir hat es heute 9-mal Bingo gemacht. Nicht vergessen, unten in die Kommentare bitte zu schreiben, wie unangenehm ihr den Kuss fandet. Gerne von der Skala von 1 bis 10 oder sowas. Gebt ihm wieder einen Daumen hoch, abonniert und bis nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Tschüss.